Eine Blüte sowie die reife Frucht mit den darin enthaltenen Samen sehen ganz unterschiedlich aus. Tatsächlich sind es aber die gleichen Strukturen zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung. Die Entwicklung der Frucht mit den darin enthaltenen Samen beginnt mit der Bestäubung der Blüte durch Pollen. Ein Pollenkorn besteht aus einer vegetativen Zelle, die den größten Teil beansprucht und den Stoffwechsel steuert. In ihr drin befindet sich die generative Zelle, die später bei der Fortpflanzung eine Rolle spielen wird. Auf der Narbe angekommen, bildet das Pollenkorn einen Pollenschlauch. Die vegetative Zelle des Pollenkorns steuert das Wachstum des Pollenschlauchs durch den Griffel bis hinunter zum Fruchtknoten. Währenddessen teilt sich die generative Zelle des Pollenkorns einmal durch Mitose und es entstehen zwei Spermazellen. Weil sie unbegeißelt sind, können sie aber nicht schwimmen. Deshalb transportiert sie der Pollenschlauch direkt ans Ziel. Beim Embryosack angekommen, degeneriert der vegetative Zellkern und der Pollenschlauch öffnet sich. Eine haploide Spermazelle verschmilzt mit der haploiden Eizelle und es entsteht die diploide Zygote. Unabhängig davon fusionieren die beiden haploiden Polzellen zur diploiden Zentralzelle. Sie verschmilzt mit der zweiten Spermazelle. Im weiteren Verlauf entwickelt sich daraus ein triploides Nährgewebe für den Keimling, das sekundäre Endosperm. Die doppelte Befruchtung ist spezifisch für die bedecktsamigen Pflanzen. Dadurch unterscheiden sie sich von anderen Pflanzengruppen oder den Tieren, bei denen nur eine Eizelle mit einem Spermium verschmilzt. Aus der Blüte entwickelt sich die reife Frucht mit den Samen. Manche Teile der Blüte bilden sich dabei zurück und sterben ab. Andere Blütenstrukturen hingegen sind zunächst mikroskopisch klein. Erst während der Frucht- und Samenreifung wachsen sie zu sichtbarer Größe heran. Weil alle Teile von Frucht und Samen bereits in der Blüte angelegt sind, kann man ihre Entwicklung detailliert nachvollziehen. Die grüne Zygote entwickelt sich zum Keimling. Und aus der befruchteten Zentralzelle, hier blau, geht das Endosperm hervor. Das ist ein Nährgewebe und liefert die Bausteine und Energie, um die ersten Wurzeln und Blätter bilden zu können. Die grauen Integumente werden zur Samenschale. Und aus dem pinkfarbenen Karpell entsteht die Frucht. Der reife Samen besteht aus dem Keimling, dem Endosperm als Nährgewebe und der schützenden Samenschale. Die Frucht umgibt oder bedeckt den Samen, was der ganzen Pflanzengruppe ihren Namen gegeben hat. Die bedecktsamigen Pflanzen oder Angiospermen. Die Aufgabe der Frucht ist es, die Verbreitung der Samen zu unterstützen. Manche Pflanzen bilden Früchte, die fleischig saftig sind und gerne von Tieren gefressen werden. Dank der Samenschale überstehen die darin enthaltenen Samen den Aufenthalt im Verdauungstrakt und werden gut gedüngt an einem neuen Ort wieder ausgeschieden. Andere Pflanzen hingegen bringen ledrig derbe Früchte hervor. Sie sind nicht essbar und können bisweilen verholzt sein. In solchen Fällen kann die Frucht in Form von Flughaaren ausgebildet werden, als Flügel wie beim Ahorn oder als Haken, die im Fell von Tieren haften. Die Frucht dient ausschließlich der Verbreitung. Die darin enthaltenen Nährstoffe kann der Keimling nicht für sein Wachstum verwenden. Er bezieht die Energie und Bausteine für die Keimung aus dem Endosperm. Schließlich verrottet die Frucht oder sie wird gefressen. Sind die Bedingungen geeignet, kann der Samen auskeimen. Aus dem Keimling entwickelt sich eine Jungpflanze. Das ist der Sporophyt der nächsten Generation.
Um die ersten Wurzeln und Blätter bilden zu können, baut der Keimling das Endosperm ab. Man könnte auch sagen, er frisst das Nährgewebe auf. Ganz zu Beginn seines Lebens ist der Keimling damit chemo-organo-heterotroph, genau wie die Tiere. Sobald seine ersten Blätter das Sonnenlicht erreichen, beginnt er mit der Photosynthese. Jetzt stellt er auf die für Pflanzen typische Photolitho-autotrophe Lebensweise um.